Ja, hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal DividendenTV, dein Kanal für den langfristigen Vermögensaufbau. Mein Name ist David und heute mal ein Video aus dem sonnigen Ägypten. Und wie unter dem letzten Video schon jemand kommentiert hatte, vermutlich aus Dividenden finanziert. Ja genau, also ein Ägyptenurlaub ist doch nicht so teuer, das geht sich relativ schnell aus Dividenden. Also sollte auf jeden Fall jeden motivieren, wenn man da ein paar Jahre dabei bleibt und schon ein bisschen was investiert hat, kann sich so etwas relativ schnell ausgehen und ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man hier für diesen Urlaub nicht aktiv arbeiten musste. Ja, aber heute soll es natürlich nicht um einen Urlaub gehen, sondern um das spannende Thema Gold als Investment und was sagt eigentlich der größte Investor aller Zeiten, nämlich Warren Buffett, zu diesem Thema. Ist er ein Fan von Gold oder eher nicht? Das Ganze werde ich euch in diesem Video erzählen, aber vorher noch einmal kurzer Disclaimer. Wie immer findet auf meinem Kanal natürlich keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf statt und jeder muss mit seinem Geld selbst entscheiden, in was er investieren möchte und in was nicht. Ja, und dann kommen wir auch schon zu dem spannenden Thema Gold als Investment. Viele von euch werden vermutlich selbst auch etwas Gold zu Hause haben, entweder mal geschenkt bekommen oder selbst investiert. Andere werden es vielleicht über ETFs abbilden. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man in Gold investieren kann. Auf jeden Fall ist das Motiv häufig das Bedürfnis nach Sicherheit, denn Gold bietet einem vermeintlich eine sehr hohe Sicherheit. Es hat eine Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende alte Tradition und man konnte immer noch etwas kaufen für Gold. Und ja, so stellt sich natürlich die Frage, was sagt eigentlich Warren Buffett zu diesem Thema? Investiert er auch selbst in Gold und was empfiehlt er den Anlegern? Ja, und es gab auch mal ein Video auf dem YouTube-Kanal von Lars Eriksen mit dem Titel Gold besser als Buffett. Ja, und das war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Er hat das selbst aus einem Artikel übernommen und langfristig gesehen ist natürlich Gold deutlich schlechter gelaufen als Aktien. Allerdings konnte man mit Gold zumindest meist die Inflation ausgleichen, was ja mit anderen Währungen nicht möglich ist. Ja, und in diesem Artikel ging es um einen Zeitraum, der natürlich extra ausgewählt wurde, wo gerade Gold besser performt hat als die Berkshire-Aktie von Warren Buffett. Ja, es war sogar ein Zeitraum von 20 Jahren. Aber da kann man sich natürlich immer einen Stichtag heraussuchen, wo Gold gerade hoch stand und die Berkshire-Aktie gerade niedrig. Und so war es möglich, dass in diesem Zeitraum die Berkshire-Aktie nur um 400% gestiegen ist und Gold um 430%. Wenn wir uns das Ganze aber dann auf 25 Jahre ansehen, sieht das Ganze schon wieder etwas anders aus. Hier ist nämlich Gold nur um 300% gestiegen und die Berkshire-Aktie um 1500%. Ja, also wir können auf jeden Fall festhalten, Aktien schneiden langfristig auf jeden Fall besser ab als Gold. Allerdings gibt es natürlich Zeiträume, in denen Gold besser performt und mit Gold ist es zumindest möglich, die Inflation auszugleichen. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, warum hält Warren Buffett eigentlich nichts von Gold, wenn sich diese Währung, wenn wir es mal so nennen, eigentlich immer relativ gut entwickelt hat und zumindest die Inflation ausgeglichen hat. Ich lese im Urlaub immer mindestens ein Buch von Warren Buffett und dieses Mal sind es seine Essays, die er ja selbst an die Aktionäre im Laufe der Zeit immer geschrieben hat. Und aus diesem Buch möchte ich euch ein Beispiel zum Thema Gold vorstellen, das er eben selbst verfasst hat. Und wenn ihr Interesse habt, kann ich euch auch dieses Buch nochmal etwas genauer vorstellen. Ja, und Warren Buffett erklärt es in diesem Beispiel sehr schön, dass eben Gold nichts produziert. Das heißt, wir können uns Gold kaufen, so viel wir wollen. Wir werden dadurch kein passives Einkommen bekommen, um zum Beispiel einen Urlaub zu finanzieren. Und wir müssen einfach darauf hoffen, dass uns jemand zu einem späteren Zeitpunkt unser Gold zu einem höheren Betrag abkauft, als wir es anfangs gekauft haben. Ja, Warren Buffett spricht ja häufig davon, wenn man vorhat, sich eine Aktie von einem Unternehmen zu kaufen, dann soll man sich immer vorstellen, würde man auch das ganze Unternehmen kaufen, wenn man denn das Geld dazu hätte. Und nur wenn man das bejahen würde, sollte man auch nur einen kleinen Anteil des Unternehmens kaufen, denn im Prinzip ist es ja nichts anderes. Und ein ähnliches Beispiel beschreibt Warren Buffett auch in einem Essay aus dem Jahr 2011 zum Thema Gold.
Nämlich soll man sich hier vorstellen, man hätte die gesamten Goldvorräte gekauft und somit einen Würfel geformt mit einer Seitenlänge von 20,7 Meter würde hier herauskommen. Und dieser würde eben locker noch in ein Baseballfeld hineinpassen und hätte insgesamt einen Wert von 9,6 Billionen Dollar. Ein unglaublicher Betrag, den man hier bezahlen müsste für die Goldvorräte. Und er nennt diesen Goldwürfel nun einmal Stapel A. Dann stellt er uns noch den Stapel B vor und bei diesem hat er dasselbe Budget zur Verfügung, nämlich die 9,6 Billionen US-Dollar. Dafür könnte er das gesamte Ackerland der USA kaufen, 162 Millionen Hektar Grund mit einer jährlichen Produktion von 200 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich könnte er das damals wertvollste Unternehmen der Welt, nämlich ExxonMobil, kaufen und das nicht nur einmal, sondern 16 Mal. Danach bliebe immer noch 1 Billion Taschengeld für den Investor übrig und da stellt er sich die Frage, kennen Sie einen Investor, der hier den Stapel A bevorzugen würde? Er selbst kann es sich nicht vorstellen, denn in 100 Jahren werden diese 162 Millionen Hektar Farmland unglaublich viel Mais, Weizen, Baumwolle und so weiter produziert haben und es auch weiterhin tun, unabhängig von der Währung, die es dann gibt. Außerdem wird ExxonMobil vermutlich Billionen von Dollar an Dividenden ausgeschüttet haben und zusätzlich Assets besitzen im Wert von Billionen Dollar. Und nicht vergessen, wir bekommen 16 Mal ExxonMobil und nicht nur einmal. Und nun kommen wir wieder zum Stapel A. Das Gold wird immer noch genau gleich groß sein und immer noch unfähig sein, etwas zu produzieren. Natürlich wird auch in 100 Jahren die Nachfrage nach Gold noch da sein und es wird Menschen geben, die bereit sind, vermutlich auch mehr Geld für das Gold zu bezahlen, als wir heute bezahlen werden. Allerdings ist Warren Buffett sehr, sehr optimistisch, dass sich der Stapel B deutlich besser entwickeln wird als der Stapel A mit dem Gold. Ja, ich finde das Beispiel, das Warren Buffett hier beschreibt, sehr interessant. Oft ist es leichter vorzustellen, wenn man sich eben vorstellt, die gesamten Goldvorräte kaufen zu müssen oder eben nicht nur eine Aktie, sondern sofort das ganze Unternehmen. Ich selbst besitze auch ein bisschen Gold, habe einen Teil aber jetzt zu Höchstkursen verkauft und dafür wieder in Aktien investiert, da ich langfristig auch überzeugt bin, dass sich Aktien deutlich besser entwickeln werden. Ja, und sollte man nun Gold im Depot haben, das hängt natürlich individuell vom Anleger ab. Ich denke, man kann es auf jeden Fall tun, da es in der Vergangenheit immer die Inflation ausgeglichen hat. Allerdings hat Warren Buffett hier natürlich recht, Gold produziert nichts und man muss hoffen, dass man es später zu einem teureren Preis wieder verkaufen kann. Wenn man vom Gold überzeugt ist und es für eine sichere Anlage hält, dann kann man es natürlich ins Depot packen. Aber man sollte natürlich immer daran denken, Aktien sind auch Sachwerte und nicht nur eine Spielerei, um schnell etwas Geld zu verdienen. Wenn man sich an einem Unternehmen beteiligt, erwirbt man wirklich Anteile an diesem Unternehmen und genauso sollte man das auch sehen. Wenn es einmal keinen Euro mehr gibt, wird man die Anteile auch in einer anderen Währung verkaufen können und man muss hier nicht unbedingt auf Gold setzen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video zum Thema Gold als Investment und was eigentlich Warren Buffett davon hält, gefallen. Lasst mir doch einfach ein Feedback da, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo dalassen und wir sehen uns wieder im nächsten Video.